mir leid, gerade war das Netz einmal kurz weg. Eine kleine Spannungspause, aber jetzt sind wir wieder zurück. Und zwar sind wir im Tierheim Berlin und sind gerade ins Hundegehege gegangen, wo wir den bezaubernden und ganz, ganz süßen Schreck und seinen Pfleger kennenlernen. Wollt ihr euch einmal vorstellen? Ja, also das ist der Schreck. Der ist jetzt 8 Jahre alt, lebt leider seit 6 Jahren schon bei uns. Und ich bin Daniel, ich bin seit 10 Jahren hier Tierpfleger. Oh wow. Und du kümmerst dich ganz intensiv um Schreck. Genau. Was würdest du sagen, wie ist der denn? Schreck ist ein hochsensibler Hund, der auch, der Name sagt es schon oder lässt es vermuten, recht schreckhaft ist. Oh. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er schon so lange bei uns ist. Ja. Er braucht halt eine Weile, um ein bisschen Vertrauen zu fassen. Das heißt, man braucht keine Angst vor ihm haben, er hat eher Angst vor uns. Genau, er geht halt eher zurück. Deswegen sollten die neuen Besitzer oder Interessenten mehrere Besuche einplanen, ja, um ihn halt gut kennenzulernen. So wie ich ihn bisher erlebt habe, war er ganz verschmust und ganz bezaubernd. Ja, ne? Schreck, du bist ein ganz lieber. Was für eine Rasse ist das genau? Schreck ist ein Stafford Terrier Mischling, also ein sogenannter Listenhund, der vom Gesetzgeber halt als gefährlich eingestuft wurde. Ja. Aber ihr seht ja selber, so gefährlich ist er jetzt nicht. Nee, hat ja schon mal jemanden gebissen? Nein, noch nie. Das heißt, du bist ein ganz braver und hast eher Angst vor mir, die ich hier laut auf dich einquatsche. Er geht auch ganz, ganz lieb an anderen Hunden vorbei. Er mag sie jetzt nicht sonderlich, aber er möchte halt alleine gehalten werden. Er möchte der Prinz zu Hause sein. Wir haben es vorhin schon kurz gehört, wenn Schreck ein Pudel wäre, wäre er schon längst weg. Genau. Das ist leider so ein Vorurteil, mit dem Hunde wie er leider zu kämpfen haben. Welche Hunde sind denn noch schwer vermittelbar? Also es gibt ältere Hunde, nehme ich an. Und genau, also ein Problem haben wir wirklich hier in Berlin mit den Listenhunden, also mit Schreck und seinen Kumpels. Natürlich in einer Großstadt, muss ich jetzt so sagen, sind größere Hunde sowieso immer ein bisschen schwieriger, weil viel in die Höhe gebaut wird und ein großer Hund vielleicht mit 8, 9, 10 Jahren gar nicht mehr die Treppe hochkommt. Ja. Das ist also ein Problem, es macht sich in ländlicher Umgebung natürlich immer besser. Mhm. Und natürlich alt oder krank. Wir hatten hier echt mal vor Jahren den Fall, dass jemand einen alten, kranken Hund abgegeben hat, vorne und hinten nach dem Welpen gefragt hat. Oh, wow. Und das ist dann für uns natürlich, das geht gar nicht. Und das sagen Sie auch ganz klar? Nee, wenn wir das mitkriegen, das unterbinden wir. Wir sind ein Tierschutzverein, wir sind nicht auf Gewinn aus, wir könnten sicherlich alle Tiere irgendwo hingeben, aber darauf kommt es uns nicht an. Es muss passen und es muss auch das Herz dabei sein. Und wenn ich mir so ein Tier hole, wirklich von Anfang bis Ende. Und das ist uns wichtig. Das erzählt Daniel 20 Mal am Tag, das erzählt ich 20 Mal am Tag. Ein Tier sich zu holen, ist eine Verantwortung. Im Ernstfall, je nach Art des Tiers, für 10, 20, bei Exoten 30 Jahre. Es gibt, man muss sich also überlegen, was ist, wenn? Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn wir uns trennen? Wir haben uns Trennungskinder, haben wir auch hier. Das muss man sich alles die Fragen stellen. Und diese Fragen stellen die Pfleger und machen sich damit manchmal ein bisschen unbeliebt, aber es wird doch. Denn es wird keinem was, wenn das nicht passt. Das habe ich vorhin schon mal gesagt und das ist wirklich so. Und dabei bleiben wir auch. Okay, Schreck hat sich in unseren Kameramann verliebt. Eigentlich mag er mehr Frauen lieber. Was sagt uns das jetzt? Okay, dazu sage ich besser nichts. Jetzt bezaubernd bist du. Mein Gott, ist der süß. Ja, also Schreck. Und unter meinen Rockwille auch. Okay. Schreck sitzt hier 6 Jahre im Tierheim und wir werben ganz fleißig für ihn und würden uns freuen, wenn er endlich ein Zuhause findet. Das glaube ich. Sag's weiter. So ein lieber Schatz. Unkompliziert, lieb und toll. Wie viele, viele, viele andere Tiere hier auch. Wir haben euch jetzt schon ziemlich lange belagert mit unseren Videos. Aber ich würde sagen, es ist spannend und wir haben auch nur einen winzigen Teil gesehen bisher. Vielleicht gibt es noch mal eine Fortsetzung. Zu sehen gibt es hier auf jeden Fall einiges. Und wer mit dem Gedanken spielt, ein Tier sich anzuschaffen, sollte vielleicht auch mal überlegen, ob er nicht ein Tier aus diesem Tierheim mitnimmt. Sie sind alle, die wir kennengelernt haben, super, super lieb und sehr zahm und sehr toll und hoffen auf ein Zuhause. Ja, dann würde ich mich einmal bedanken für die ganz tolle Führung. Vielen, vielen Dank und kommt bald wieder. Bald. Wir kommen gern.